Was wir, nochmal, also in aller Einfachheit, wir wollen und müssen zur Sacharbeit zurückkommen. Das empfinden die Bürger als Notwendigkeit, das gilt für beide Seiten. Wir haben wichtige Themen, die Sie kennen, wie Aktion 20.000 oder die kalte Progression. Da geht es meiner Meinung nach um zukunftsfeste und wirklich auch jetzt relevante Lösungen. Daher werden wir uns da noch einige Tage Zeit nehmen, aber das intensiv verhandeln und dann eine Lösung vorlegen. In dem Bestreben, dass wir beide Seiten wissen, alles andere hilft nicht uns, sondern wem anderen. Die Frau Staatssekretärin spricht von einem... Jetzt habe ich es aber wirklich schon. Deutschland hat der Türkei... Deutschland hat türkischen Soldaten Visa gewährt oder Asyl gewährt. Möchte Österreich das auch machen? Was ich weiß, waren das Beamte und andere, die entsprechend Asyl beantragt haben. Und bei uns gibt es, was die Asylvorschriften anbelangt und Verfahren anbelangt, ganz genaue Regelungen. Die gelten jetzt für den einen oder für den anderen, aus welchem Land er immer kommt, genauso. Das BMI hat sich aber pauschal dagegen ausgesprochen. Es ist in der Weise ein bestimmter Rechtszustand da und jetzt nicht eine subjektive Meinung, das oder das.